Ich bin dann hingegangen, habe einen getrunken mit denen und dann hat sie keine Lust drauf gehabt. Ich meine, das muss sie selber wissen. Ich meine, tat mir auch weh. Ja, ist klar. Das war eine feste Freundin. Ja, ich meine, da kommt man drüber weg. Dauert eine Zeit. Aber jetzt, da bin ich doch. Ich weiß nicht, ich fühle mich wohl. Vor allem, ich bin mein eigener Herr. Also, ich kann jeden empfehlen. Ohne Freundin, da kommt man ganz gut weg. Ja, von dem, du kriegst überall, wo. Überall kriegst was Neues. Ja, jede Mutter hat eine schöne Tochter. Also, auf Frauen, muss ich ganz ehrlich sagen, geben wir nicht so viel. Wir geben Liebe auf die Freundschaft mehr. Also eine Frau würde uns nicht auseinanderbringen. Eine Frau kann sich nicht mit haben. Oh, du waren ja auch alle da. Eigentlich. Mehrere. Ja, am Anfang waren die Frauen da. Die machen das nachher auch nicht mehr mit. So. Klar, wir haben alle voll. Und Ärger. Gott, dafür müssen wir abends ja da. Eben. Mit denen alleine oder nachts. Das ist das, was die meisten Frauen nicht mitmachen. Und Freitags haben wir, Freitags ist eben Treffen, da sind wir alle zusammen, so und der Kollegen. Und das ganze Wochenende ist ja noch da. Und die ganze Woche. Sich einen Wein. Einen Tag dürfen man, kann man ja ruhig mal eintrinken, würde ich sagen. So. So ein Tag. Ja, ich meine, so wie er sagte ja schon, so, er könnte jetzt mit seiner Frau zu Hause sitzen. Wie lange hält er das aus? Das komm, hält er auch nicht lange aus. Komm was durch, jetzt musst du mal wieder. Das ist irgendwie. Du kannst sie abbauen, irgendwie, weiß ich nicht. Die ganzen. Ganze Stress und so, weiß ich nicht. Aber deswegen ist in der Clique auch so: Die Frauen springen deswegen meistens ab, weil wenn du in der Clique hängst, dann hat man ab und zu mal irgendwo was. Deswegen macht die Frau die Clique nicht. Jetzt zieh ja nicht so viel rum hier. Ja. Ja. Naja, ein anderes Thema. Ich merke das selber so eigentlich. Normalerweise möchte ich es ja auch gar nicht. Was heißt möchte? Oder so denke ich auch, überlege ich auch schon mal hier. Die ganze bringt doch eigentlich gar nichts, aber ist eben so. Bist mal wieder mit denen alle zusammen, dann. Das langt ja schon 2-3 Bier. Da ist man schon ganz auf eine ganz andere Stimmung, wenn alle schon drauf, ne? Ja, und wenn man eben faul ist, dann. Wird man immer aggressiv und dann geht das los. Alles eben. Woher kommt das eigentlich? Tja, weiß man nicht. Weiß nicht, nüchtern finde ich so wenigstens. Na, ich habe ich gar keinen. Irgendwie so. Wenn dann irgendwie Ärger ist, dann. Weiß ich nicht. Na, bin ich so auch ganz ruhig irgendwie. Also nüchtern könnte ich mich gar nicht richtig. Irgendwie so kloppen gegen andere oder so, weiß ich nicht. Also würde ich auf jeden Fall keinen Ärger anzetteln möchte. Weil wenn du voll bist, merkst du die Schmerzen nicht so. Und du bist aggressiver. Wenn so einer mit Baseballschläger normal kommt oder so nüchtern ist, dann überlegt man ja, voll bist, dann denkt man ja gar nicht mehr drüber nach und einfach rauf da. Eben keine Angst oder so, was weiß ich. Oder denkt man nicht richtig drüber nach, was da nun passieren könnte oder so, geht man einfach drauf. Ja, und wenn du voll bist, dann sagst du ja, pow, zack, die ersten zwei Schläge, die nimmst du ein. Oder was weiß ich, was da noch alles kommt. Ja, und dann haust du drauf. Und das schreckt die anderen auch ab, weil du hast die Hemmung verloren. Ja, und dann, wenn das abgeht, dann ist man nachher so in Rage oder so. Ich meine, eben nüchtern, glaube ich, wird man die ganze Zeit die Angst behalten. Aber wenn man voll ist, dann ist das mal vorbei. Ja, auch wenn man voll ist, dann hast du trotzdem Respekt. Aber ja, wenn einer die Schelle gekriegt, wenn du eine geknallt hast, dann spürst du gleich. Dann denkst du, du bist Superman oder was weiß ich jetzt so, würde ich das sagen, dann hast du überhaupt keine Angst mehr. Wenn du noch was abkriegst, ist dir scheißegal. Drehst du total ab im Kopf nachher. Dann nimmst du nicht ein, dann nimmst du gleich, versuchst du gleich so viel wie du kriegen kannst, wegzuknallen. Ne? So. Ja, du wirst immer besser. Meistens besoffen, wenn wir uns untereinander so eine Haare kriegen, sind wir auch immer nur voll. Ja. Und das nur wegen Pillepalli. Du hast mal ein Bier gekriegt, du hast mal ein Bier, nö, ich hab das nicht und zack, und dann gleich geschüttelt und was weiß ich denn. Und dann so was passiert eigentlich dann, wenn wir irgendwo, eigentlich so nirgendwo hinfahren, uns abreagieren können.
Dann kriegen wir es meist auseinander in der Halle. Wie andere Klicken auch, haben sich die Kneipenterroristen Verbündete gesucht, auf die sie bei Hauereien rechnen können. Die Maddocks sind sich aber durchaus nicht im Klaren, ob sie die Kneipenterroristen immer unterstützen wollen. Wer ist denn dafür, dass wir uns immer hauen, so mit den Kneipentouristen und andere Gruppen? Dass wir uns gegen die Laboe hauen oder gegen andere Gruppen? Wenn wir uns fragen, ob wir sie helfen wollen, klar. Okay, wenn wir helfen sollen, ist in Ordnung. Aber wir können nicht zwingen, dass jeder mitkommt. Das ist richtig. Ich bin gefragt worden, ob ich mitkomme und habe ich gestern gesagt, dass ich nicht mitkomme. Hm. Und ich war gestern noch nicht mal 10 Minuten in der Baustelle, haben mich schon 20 Leute angeschnackt oder angepöbelt, warum ich nicht mitgekommen bin. Und das finde ich nicht in Ordnung. Nee, aber okay, ich bin jetzt hier zum Prisi oder so. Ich muss doch nicht mitkommen, oder? Wie ist das denn jetzt, wenn die Kneipenterroristen uns fragen, ob wir kommen? Dann können wir nicht nur mit 3 Leuten hinfahren. Ich meine, dann müssen wir da alle hin. Oder fährt keiner hin. Ganz oder gar nicht. Nicht so ein Kinderkram. Ich auch. Wir wollen unter uns sein. Wir sind Garne und Poppengarne. Und das sind Wellingdorfer. Und das ist ein Unterschied. Wir möchten unter uns sein. Wir sind Kollegen. Okay, das sind auch Kollegen, aber nicht richtig. Wir kennen uns eben schon länger. Und Kneipentouristen, das sind, okay, die kennen wir jetzt vielleicht seit einem halben Jahr oder noch nicht mal. Ja, guck mal, Jörn. Normal kennen wir uns ja, fast schon Leben lang. Ja, aber nicht alle. Ja, aber ich meine so, der meisten Teil, zusammen auf die Schule gegangen. Ja, zusammen auf die Schule gegangen, haben Scheiße gebaut, dann ja. Da. Kennst du die Kneipenterroristen? Den kennst du, ne? Aber ich wette damit, fast jeder von uns kann die Hälfte nicht. Ich wollte schon Bescheid. Das ist auch wahr. Ich gebe das ehrlich zu, die Hälfte davon kann ich nicht ab. Es gibt ein paar, die ich echt in Ordnung finde und so, ne? Aber die Hälfte davon, ohne Scheiß jetzt. Das wäre schon, würden die bei uns eintreten und so, die Leute würde ich austreten. Komm doch, Kleine. Aber ich meine jetzt nur als Beispiel. Und das wäre bei denen nicht anders gewesen. Umgekehrt ist genauso. Ja, umgekehrt ist genauso. Da bin ich anders. Und trotzdem haben wir wenigstens mal eine Gruppe, zu denen wir halten können. Oder die zu uns halten. Ja, das ist ja auch klar. Wir sind auch jetzt. Also wir halten zu denen und die zu uns. Das ist ein Freundschaft. Wir mögen uns alle hier. Wir halten alle zusammen. Die Kneipenterroristen dulden in ihrem Revier eine Kid-Gruppe, ihren Nachwuchs sozusagen. Die Destroyers, wie sich die Gruppe nennt, trifft sich allabendlich auf dem Parkplatz unterhalb eines Hochhauses. Ich meine, es wäre besser, wenn wir das Bier hätten. Da könnten wir einen trinken zusammen oder so. Oder Sau. Ja, nee, ich meine, das wäre besser, nicht? Wenn wir jetzt so einen trinken zusammen oder so. Du musst eigentlich nicht kommen. Ja, der kommt bestimmt gleich. Ich habe ihn gerade losgeschickt. Ne? Du bist sehr beliebt hier, habe ich das Gefühl. Au! Hör mal, ich bin der Vater von den ganzen Leuten. Oh. 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 Mach dich doch nicht lächerlich, lächerlich, lächerlich. Oh, mach dich doch nicht lächerlich, lächerlich. Lächerlich. Komm wieder mit dem Zeug. Bevor die Destroyers als Straßenklicke auftreten konnten, mussten sie zuallererst die Kneipenterroristen fragen, ob die etwas dagegen hätten. Es kann sein, dass wir für sie gelten wie Brüder, wie kleinere Brüder, die auch uns beschützen wollen. Ne? Ich meine, sie nehmen uns jetzt mit der Zeit auch wirklich für voll. Zu Anfang haben sie gesagt, Kinderkläger, da sind ja sowieso nur kleinere. Mit uns haben die überhaupt nichts am Hut. Aber es hat sich mit der Zeit so gegeben, als wir dann auch wirklich gezeigt haben, wir können uns durchsetzen. Ne? Dann das mit Ellerweg und so. Und seitdem geht das eigentlich. Ich würde sagen, die bezeichnen uns wie kleinere Brüder, die sie auch ab und zu beschützen müssen. Boah, da haben wir vorher nochmal bei den Kneipenterroristen nachgefragt, wie das ist, ob wir es überhaupt dürfen mit Banderolen und so, weil das ja auch ein bisschen ihr Gebiet hier ist und so. Und da wir die Leute auch einigermaßen kannten, ging das auch ganz gut klar mit den Leuten, echt. Doch. Und heute unterstützen wir die mit Waffen und so und die unterstützen uns, also es geht einigermaßen. Und wenn das nun mal danach ist, dass sie Hauerei haben wollen, mit anderen aus Laboe, zum Beispiel mit Stormholz oder so, dass sie dann sagen, hört mal zu, könnt ihr uns helfen, könnt ihr uns ein paar Waffen leihen. Dann sagen wir natürlich, ist klar, wenn wir immer Hauereien haben und wir haben zu wenig, dann kann ich mit Sicherheit sagen, ich brauche nur zu den Leuten hinzugehen und fragen, hör mal zu, habt ihr was für uns? Und dann ist klar, ich glaube, die würden sagen, okay. Weil wir wissen, dass wir von ihnen die Waffen wieder kriegen, die wir ihnen leihen, ordentlich. Und die wissen, dass wir ihnen die Waffen ordentlich wieder zurückgeben. Ne?
Jetzt kommt das Ederbier, jetzt kommt das Ederbier. Und Schlange! Lange! Ja, trink du aus! Mach ich noch einen! Warte, ich mach auch noch mal hier. Willst du noch mal einen oder was? Und so trinkt man. Ich hab keine mehr. Prost! Die Knappe. Ich da eingestiegen. Und auf einmal sagte der. Ach du Scheiße, der Kümmeltürk oder der Kanake wieder, ne? Ich sag, Schlüter, was soll das denn auf einmal, ne? Ja, sagt er auf einmal, ich zeig dir gleich, was das soll. Auf einmal zog er mich an sich ran und ich spürte irgendein, noch nicht mehr, ich habe noch nicht mal ein Messer gesehen, ich spürte einen einzigen Stromschlag und das darauf fertig zurück, die 3-2 Schläge, die hinterher kamen, also diese Stoße. Und ja, ich sagte, er hat mich irgendwie mit so einem Stromding getroffen, habe ich auch gar nicht nachgeguckt. Nicht? Dann hielt der Bus und dann bin ich ausgestiegen. Ja, und dann merkte ich auf einmal, in meinen Darm oder was es da ist, Bauchnabel, irgendein Ziehen. Danach öffnete ich erstmal meine Jacke und schob meine Hand rein, auf einmal war Blut dran. So, und dann dachte ich, oh ja, irgendwas ist doch passiert. Und dann machte ich meine Jacke hoch. Darauf sah ich, wie mein 12-Finger-Darm so rauskam und so, ne? Ja, und alles rollen um 5 auf der Arbeit. Einige habe ich auch schon erlebt, ihre Gebetsteppiche aus und fangen da an rumzubeten. Und das ist eben unnormal. Wenn sie herkommen, dann sollen sie wenigstens so leben wie wir. Gucken Sie sich doch mal die Türken um uns an. Die haben alle Goldketten und die teuersten Klamotten an. Die dealen hier alle rum und für das Geld, was sie da kriegen, können sie sich da drüben eine Villa kaufen und wir machen hier eine Lehre, oder wenn wir überhaupt eine Lehrstelle kriegen, und dann müssen wir unser Geld mühsam erarbeiten und die dienen hier rum und haben die teuersten Klamotten und alles. Und ich meine, fahren wir doch einmal durch die Stadt, das reicht doch schon. In jeder Ecke ist so ein Dönerladen oder irgendwie ein Türkenkiosk oder sowas, irgendwas in der Art, ja, oder Kneipen, die haben die jetzt auch schon alle Hand und so. Die Türken sind ja nur wirklich die Leute, die von uns am meisten gehasst werden. Ganz einfach umschlagen. Weil die wollen das nicht anders. Weil ich meine, unser Staat nimmt ja immer mehr rein. Solange sie es nicht anders wollen, können sie es auch kriegen. Ganz einfach. Eine der härtesten Cliquen in Kiel ist die türkische Gruppe Tigers bekannt. Sie fühlen sich vor allem als eine Art Schutztruppe gegen Skinheads und andere rechte Cliquen. Ja, ich war gestern auf Hüdenhof. Ich wollte zu Flip, da bin ich vom Bus ausgestiegen, wollte zu Fuß von Sofienhof weitergehen. Da habe ich geguckt. 2-3 Skinheads haben kleine Türken erwischt, haben so Streit angefangen. Die waren sehr laut. Ich bin vorbeigegangen, dann kamen die so vor mir und haben gesagt, Türke? Ich habe gesagt, natürlich bin ich ein Türke, habt ihr was dagegen oder was? Dann wollten die auf mich zukommen. Dann habe ich ein Messer rausgeholt, die alle abgehauen. So, ich musste mich verteidigen. Ich lasse mich doch nicht von 3-4 Skinheads aus dem Maul hauen. Wenn der eine wäre, hätte ich ihn mit meinen Händen. Also wir können auf jeden Fall nicht verlieren, weißt du. Wir sterben lieber sozusagen, als dass wir verlieren. Ich bin stolz, wenn ich ein paar Knochen gebrochen habe, weißt du. Hauptsache, ich habe zu den Typen nicht gesagt, nee, lasst mich bitte und so. Also das würde ich niemals machen. Wenn mich so 5 Skinheads so in die Ecke bringen würden, ich würde nicht sagen, hört auf bitte und so. Ich würde drauf scheißen, ich schwör's dir auf dein Gesicht spucken. Das ist unser Stolz. Ich würde denen auch sagen, aber die sollen mich umbringen, weißt du? Wenn sie mich nicht umbringen, ne, dann kriegen die Schwierigkeiten, dass sie ihr ganzes Leben nicht glücklich sind. Das ist das, weißt du? Wenn die mich also auf die Fresse haben wollen, müssen die mich unbedingt zum Schweigen bringen. Sonst, wenn ich die Gesichter mir merke, also die haben nicht Ruhe, das können die mir glauben. Das war bisher immer so, wird auch so sein.
Man kann uns töten, aber so, man kann mit uns nicht spielen. Wir sind doch alle Straßenkämpfer, ne? Wir lernen da auf der Straße alles. Und wenn die wirklich was wollen, dann sollen die auch eine Anzeige machen. Weißt du, wenn wir aus Markt kriegen, wir machen die Anzeige. Wir holen unsere Rache selbst. Weil wir nichts gefahren lassen. Wir sind so, wir dürfen verlieren nicht ab, weißt du? Weil wir nicht gefahren lassen. Wenn wir einer von uns was passieren würde, wir sind immer da. Weil ja, wenn einer von uns sterben würde, was weiß ich, oder verletzen würde, wir würden dafür auch sterben gehen. Weil wir sind nicht wie die anderen, wir haben keine Angst, auch wenn wir sterben. Vor sterben haben wir keine Angst, wenn kommt, dann kommt, ne? Kann man nichts verändern, das ist Schicksal. Also wir sind nicht Freunde, wir sind mehr als Brüder, so viel mehr als Brüder. Und wir sind aufgewachsen zusammen und sind auch in der Clique, so in der Clique auch mit aufgewachsen. Und wir sind eben, weißt du, mehr als Brüder, so, wir sind eigentlich, unsere Gang hat kein, also nichts damit zu tun mit amerikanischen oder mit deutschen Straßengangs oder sonst was. Wir sind eigentlich mehr eine Gang jetzt, also früher nicht so genau, aber jetzt sind wir mehr so auf den ruhigen Trip. Also wir machen sozusagen nach dem türkischen Sprichwort, die Schlange, die mich nicht beißt, soll 1000 Jahre leben, weißt du. Solange uns keiner also an den Pelz will, machen wir auch niemandem so leicht was. Aber wenn unsere Familie davon betroffen ist oder sowas, also dann kennen wir nicht Polizei oder so. Weil die Polizei, die macht überhaupt gar nichts. Das können wir offen sagen, da habe ich auch keine Angst vor. Weil ich, wenn ich die Polizei rufen würde und die würden kommen, was wollen die schon machen, Mann? Das hat doch gar nichts. Die nehmen das auf Formular auf und tschüss, Mann, die finden die Leute doch nicht, Mann. Und ach, die machen gar nichts. Außerdem, wir sind ja nicht nur für die Schlägerei da, die Gruppe, also. Wir haben ja auch unter uns auch eigene Probleme. So. Und wir helfen uns gegenseitig. Zum Beispiel, na, wenn jemand ein bisschen Geld braucht für seine Miete, er braucht ja nicht unbedingt klauen gehen. Wenn ein paar Freunde ein bisschen zugeben und dann ist alles geklärt. Die Position des Prisis ist bei den Tigers eine besonders herausragende. Er verfügt über eine große Erfahrung in der Führung der Gang und sorgt für ein hohes Maß an Disziplin. Sagen wir, da sind jetzt 15, 20 Leute. Es ist kurz davor, Schlägerei loszugehen. Er ist immer vorne. Also mit dem Anführer von dem anderen. Versucht er erstmal zu reden, er versucht es zuerst mit Reden zu regeln. Wenn es nicht geht, dann versucht er das so, dass wir nach der Schlägerei sofort abhauen können, dass keiner zurückbleibt. Und das kümmert sich, was passiert. Ja, und das kann er perfekt. Also klein, aber fein. Ja. Ich will einfach meine Leute nicht stinken lassen. Auch wenn Polizei da ist. Ich finde, wenn wir alle abhauen, dann hauen wir alle ab. Wenn nicht, dann bleibe ich das so. Weil wenn einer übrig bleibt, der wird dann bestimmt tot sein. Vielleicht höchstwahrscheinlich, kann ja alles möglich sein. Wenn wir zusammen gehen, ich versuche so lange, bis wir alle rauskommen in diesen Sachen. Ja. Sonst bleibe ich da. Er haut als allerletzte ab. Er steht, wenn wir alle in den Wagen einsteigen, er ist immer noch draußen. Er guckt, sind alle da? Ist jeder hier im Wagen? Er guckt noch, ob irgendjemand geblieben ist. Oder wenn die Polizisten, also irgendeinen von uns verhaften, geht er sofort hin. Anwalt. Ist auch mal schon mal passiert, dass er sogar welche, die verhaftet waren, also im Wagen schon waren, und hat er wieder rausgeholt. Wie ich in Knast war, kam er mich immer besuchen und hat mir gebracht, was ich gebraucht hatte. Und das haben, also ich habe viele Freunde. Aber hat nicht jeder gemacht. Bei den deutschen Flecken, die hauen sogar eigenen Bruder auf die Fresse. Tatsächlich sind Auseinandersetzungen innerhalb deutscher Klicken an der Tagesordnung. Häufig können Konflikte nur durch Schlägereien untereinander ausgetragen werden. Allerdings ist nach einem solchen Kampf meist auch alles wieder gut. Eben ist von außen gegen die Fensterscheibe geklopft worden. Dann gehen wir raus. Dann lass uns raus. Dann mal zulassen. Dann wollen wir raus. Oder ich hau dir die Tür ein. Ja. Lass uns raus. Viel Spaß. Viel Spaß, wenn du das siehst. Dazu. Ja, dann ist zu. Komm, hinten zu. Ey, hinten ist er zu. Hinten ist er zu. Ja, ist zu. Du bist doch hier. Komm, du bist auch weg, oder? Nein, kommst du weg. Dann mach die Tür. Ey! Hey, komm her. Du bleibst hier. Geh doch raus jetzt. Guck mal die Tür oben. Hm? Ja,
Da kommt sie kaum die Tür zu an. Mach doch mal die Tür zu, Kuli. Neues sich mal rauf, ne? Ja, oder was? Auch die Kittgruppe der Kneipenterroristen, die Destroyers, befindet sich an diesem Abend in einer schwierigen Situation. Vor ein paar Tagen trafen sie auf die Laboeur Blue Brothers. So feige wie die Brothers waren, sind sie ausgestiegen mit Baseballschlägern und so, mit 8 Mann. Also dann waren, kam da hier gleich noch ein zweites Auto zu. Dann haben sie gedacht, ja, könnt ihr euch aussuchen. Entweder gebt ihr die Jacken ab oder es geht auf die Fresse. Oder ihr macht die Banderolen ab. Ja. Naja, und da es zu viele waren, meine, ihr könnt euch das aussuchen, entweder Hauerei oder Jacke abgeben. Naja, haben wir gesagt, nö, keins von beiden, ne? Ja, und dann meinte er, ja, wie ist das denn hier mit Verbünden und Freundschaft und so? Meinte er, ja, warum nicht? Haben wir nur so gesagt natürlich, ne? Meinte er, ja, Freitag könnt ihr euch eure Jacke wieder abholen. Dann sollten wir hier hochkommen, sind wir hergekommen. An diesem Abend treffen wir auch Hansi wieder, den wir wochenlang nicht mehr gesehen hatten. Ich war in Heiligenhafen, hab Entzug gemacht. Saufenmäßig und so. Hab teils tief gehabt und kann ich auch sagen, Selbstmordversuch gemacht und dann da Ende, ne? Dann eingesperrt worden und richtermäßig, also war durch Gericht, ne? Und naja, musste ich mitmachen, ne? Aber ich hab's gemacht, ich hab's durchgezogen und ich meine, wenn's wiederkommen sollte, hart auf hart, dann werde ich's wieder machen. Ne? Freiwillig aber dann. Wenn ich mich freiwillig zurückziehen lassen. Ne? Aber ich würde es keinem gönnen, da reinzukommen. Ne? Ich habe es gesehen, ich weiß, wie es ist da. Und ich würde es keinem gönnen, irgendwie da reinzugehen. Ne? Also ich habe meine Lehren gezogen da draußen. Das ist hart, ne? Das ist sehr hart. Das ist wirklich hart. Also ich weiß jetzt, wie es ist. Und ich versuche den Leuten das jetzt auch zu sagen, dass sie echt aufhören sollen. Ne? Das werden wir nicht machen. Mit dem Saufen so ein bisschen. Ne? Weil, ich meine, gut, jetzt sehen sie das Saufen noch als Belustigung an und geil, wir sind gut drauf, aber irgendwann wird das Saufen zur Realität ewig. Es wird ewig sein. Oh, ich brauche wieder ein Bier, ich muss wieder ein Bier haben. Und irgendwann wird das dann mal so weit kommen wie bei mir. Ne? Dass man irgendwann mal einen Tiefpunkt hat und nicht mehr kann, keinen Ausweg mehr weiß. Und dann nimmt man irgendwie ein Messer oder sonst was und dann macht man so einen Blödsinn. Ne? Versucht sich umzubringen, von dieser Welt runterzukommen. Und naja, und ich meine, die Polizei kann dann auch nicht anders als mehr sagen, wie, naja, ist besser für den, wenn wir den ein bisschen mal sicherstellen oder so. Ne? Das ist eine Gefahr für sich selber. Nicht für die anderen, aber für sich selber schon. Ne? Und dann ist es klar, dass die, dass du dann wegkommst. Ne? Das ist normal. Ne? Und dann wirst du eingesperrt, dann bist du aber auch drin. Die Tür ist zu, du kommst nicht raus. Du kommst nicht raus. Du hängst nur in einem Flur, du siehst die ganzen Leute und die sehen schlimm aus, die sehen wirklich schlimm aus. Ne? Also die ganzen Hände kaputt schon, die können ihre Hand nicht mehr bewegen, die müssen Gehübungen machen, die müssen alles machen. Die fangen echt wieder von klein auf an, ne? Und die sind meistens 50 Jahre alt schon, ne? Und müssen auch wieder anfangen zu laufen. Ne? Wie früher, wo du mal so ganz klein warst. Ne? Also das ist hart, das ist echt hart. Und ich will hoffen, dass die Leute mal nicht mehr dahin kommen. Ne? Oh, ja. Kommen wir auch nicht, kommen wir auch nicht. So weit abstürzen wir nicht ab, du. Das hat jeder schon mal gesagt. Jeder ist schon dahin gekommen. Jeder. Und viele Leute. Ich habe viele Bekannte gesehen da drin. Ne? Aber hast du irgendwie was weiter gesagt hier, dass wir die Jacke heute wiederholen wollen oder so? Ich habe gar nichts gesagt. Und alle wissen hier Bescheid, alle. Ja. Das ist das Schlimmste. Und was ist jetzt los? Nix. Die sind abgehauen. Die haben nur das Bullenaufgebot hier gesehen und sind abgehauen. Es wäre aber losgegangen heute Abend und das hätte geklatscht. Das hätte geklatscht bis zum geht nicht mehr, ne? Bis zum äußersten Bluttropfen. Wir haben selber, wir hängen schon seit 2 Tagen hängen wir zu Hause bei mir, sind schon am Beraten, haben schon irgendwie die Angstgefühle im Körper, ne? Weil man zittert selber, ist klar. Ne? Du sitzt zu Hause, du weißt genau, du hängst da mit deiner Hand, die zittert, ne? Ja, wie kommst du wieder nach Hause? Kommst du überhaupt wieder nach Hause oder gehst du direkt ins Krankenhaus? Ne? Hast du deine Zähne noch? Hast du einen Kiefer noch oder so? Ne? Weil das ist ja nicht mehr so normal wie früher. Heute ist es härter. Heute fliegen die Baseballschläger rum. Ne? Ja gut, dann ist das die Frage. Kriegst du einen Baseballschläger in die Fresse? Kriegst du einen in die Fresse, siehst du alt aus. Also, ne? Da musst du dir immer überlegen. Ne? Na gut, dann saßen wir dann eben, haben uns eben einen gebechert so halbwegs. Ne?
Palettchen Bier, Flasche Korn musste sein und dann ab, jetzt geht's los, ne? Und dann nur, irgendwann kommt die Zeit, dann musste los, dann wird's aufgepackt, so, ganzen Waffen rein und dann ab nach Klausdorf, so, mal gucken, ne? Wollen wir die Kutte mal wieder haben, ne? Ja, war nicht da, schade. Tut mir selber traurig. Was hast du denn dabei? Was ich dabei habe, das ist egal, ne? Das ist egal, ne? Ja, muss das sein? Ja. Na gut. Dann werde ich es zeigen. Ich meine, das mache ich aber nicht gerne, ne? Ich habe immer was dabei. Ja, es muss sein, ne? Es muss einfach sein. Ein 25 Jahre alter Film über Kieler Jugendbanden erfreut sich im Internet gerade großer Beliebtheit. Youth Wars wird im Netz tausendfach geklickt. Wir haben uns mit Regisseur Karl Siebig in seinem Atelier in Schilksee getroffen und über das Comeback seiner Doku unterhalten. Ich glaube, es war 2003, 2004 oder sowas, da kam eine Assistentin vom Funkhaus und die sagte, Mensch Karl, der Jugendbandenfilm, mit dem werden Partys gefeiert. Also ich kann es mir nicht erklären, außer dass es natürlich viele Stellen gibt, in denen man schmunzelt und sagt, was sind das bloß für Idioten oder so. Ich bin auf die Idee gekommen, weil ich gerade ein oder zwei Jahre aus Berlin zurück war, wieder hier und jeden Montag in der KN las, dass da irgendwelche Schlägereien in Dietrichsdorf, Garden und so weiter stattfanden. Und ich hatte das Gefühl, es kümmert sich da keiner drum. Gemeinsam mit Produzent Detlef von der Goltz machte sich Karl Siebig auf die Suche nach den Jugendlichen. Es wurde nichts gefaked. Es ist einfach, das ist einfach Natur pur. So waren die Leute. Nach dem Film habe ich einige Jugendbandenmitglieder des Öfteren getroffen. Der eine ist der Türken Hasser war. Der ist unten am Bordell nachher Zuhälter geworden und aber nur mit türkischen Mädchen. Also er hat genau das gemacht, was er eigentlich nicht wollte. Und den hat man dann aber auch auf Nazi-Demonstrationen getroffen. Nicht? Und also er ist dann an seinem rechten Gedankengut doch sehr stark treu geblieben. Nicht? Erheblich korpulenter geworden, hatte ganz kurze geschorene Skinhead-Haare und soll angeblich heute auch noch in dem Metier tätig sein. Ja. Knauer wurde ja weltweit gesucht. Nicht? Also der ist ja im Prinzip, ich weiß nicht, wie er dazu gekommen ist, aber ist der Hauptprotagonist des Filmes geworden durch die Vogelspinne. Nicht? Und es gibt einen Klingelton zum Beispiel für Handys. Das klingelt dann so, ja, schnell sie, wenn sie hungrig ist und sonst ist sie lahm. Der ist gesucht worden, den haben wir auch gesucht, gibt auch noch ein Türschild, aber gesehen worden ist er nie wieder. Wenn die in anderen Verhältnissen aufgewachsen wären, dann wäre das sicherlich anders gewesen. Es waren da keine Idioten. Nicht alle, jedenfalls.